Moin Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Clemens vom Musiklabel Rockzone Records und ich habe heute wieder eine frische Review für euch. Es geht um die Band Devastruction und ihr Album Space Force One. Das habe ich für euch durchgecheckt und werde es euch in den nächsten 100 Sekunden einmal vorstellen. Devastruction ist eine Thrash Metal Band aus Dortmund, die letztes Jahr am 24. Mai 2019 das Album Space Force One veröffentlicht hat. Das Ganze hat 8 Tracks und eine Spielzeit von 34 Minuten. Ich habe das Ganze hier im Jewel Case zugeschickt bekommen mit einem Booklet, mit allen Lyrics und ein paar netten Fotos dazu. Finde ich gut gemacht. 6 von 10 Punkten gibt es von mir für das Layout. Beim Thema Sound macht die Band vieles richtig. Schöne, druckvolle Produktion, alles gut abgemischt. Das ballert vom ersten Riff bis zum letzten Ton. Richtig schönes Teil. 7 von 10 Punkten gibt es bei mir für den Sound. Beim Thema Songwriting, wie gesagt, 8 Tracks in 34 Minuten. Das heißt, jeder Track ungefähr 4 Minuten Spielzeit. Und das zeigt halt an, wo die Reise hingeht. Schöner Thrash Metal, richtig schön schnell vorgetragen, immer nah am Beat Metal dran. Und was mir beim Songwriting aufgefallen ist, dass auf Soli weitestgehend verzichtet wurde und dass so ein bisschen die Abwechslung fehlt. Das wäre vielleicht was fürs nächste Album, dass man noch ein bisschen mehr schaut, wie man die Songs interessant gestalten kann, dass sich es nicht so sehr ähnelt vom Aufbau. Das eine oder andere Soli mit rein, da habe ich trotzdem für Songwriting 6 von 10 Punkten gegeben. Und beim Thema Hörspaß muss ich sagen, die Scheibe macht trotzdem Laune, eben weil sie sehr kurzweilig ist, weil man sie gut hören kann, auch gut durchhören kann. Das naht sich ineinander über zum Headbang, lädt sie auf jeden Fall ein. 7 von 10 Punkten gibt es für den Hörspaß, so dass wir dann letztendlich bei 6,5 Punkten landen für das Album Space Force One von Devastruction. Wenn ihr weitere interessante Reviews von mir verfolgen wollt, dann klickt doch bitte einmal hier. Und klickt einmal hier, denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schreibt mir gerne, wenn ihr auch was habt, was ich mal durchchecken soll und hier präsentieren darf. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Restsonntag und bleibt gesund.